center is here. Thank you.
Just wow. Where do you want to start, Ella? Let's start at the start, no? And then we see where we go. Yeah. Well, because the first one. That's the first one. It's a lovely chair. Lovely chair. These are the Chiavari chairs, which are so great because they're so light. I need to. It's really incredible. Hard to beat. Oh, wow. And this light story is still a story that we are looking for. Yeah. Huh? So that's interesting that it is a topic. From time to time comes the next light chair. Yeah. That's what I like. Sea of chairs. Ja, unglaublich. Das ist ja wirklich sozusagen ein Teil der Geschichte moderner Architektur, nicht die hier zu sehen ist. Es hat auch in dieser Form kann man Architektur nicht sehen sonst. Ja? Also man kann nicht Gebäude auf einmal sehen. In dieser Verdichtung. Und das finde ich schon sehr, sehr spannend und ich glaube, das sieht man hier. Ja. Stühle sind über ihre Funktion hinaus, sind Manifeste. Die Faszination ist, dass es eigentlich Personalities sind und dass sie alle etwas sagen, natürlich über die Zeit, in der sie entstanden sind, über die Person, die sie entworfen hat und natürlich auch über die Gesellschaft, die solche Stühle dann auch zum Einsatz bringt. Und weil sie im Prinzip ja alle gleich sind, weil sie alle eigentlich ein Angebot sind, sich zu setzen, weil sie alle kleine Skulpturen sind, sind sie an sich ja vergleichbar. Also man kann in dem Sinn eine Zeit durch die Stühle, will nicht sagen verstehen, aber illustrieren. Also Tournette hat zuerst eigentlich nur Kaffeehäuser eingerichtet. Ja? Ganz langsam ist der Tournette-Stuhl in die Wohnung gekommen. Zuerst waren wirklich nur die Kaffeehäuser damit bestückt. Was ich interessant finde, ist wirklich dieser Aspekt der Öffentlichkeit, dass auf einmal Möbel für den öffentlichen Raum gemacht werden. Und das ist ja auch ein Merkmal von dem, was eigentlich gesellschaftlich im 19. Jahrhundert passiert, dass überhaupt erst ein öffentliches, bürgerliches Leben entsteht. Also vorher ging man nicht in Cafés und das war einfach... Aber gab es auch nie wirklich ein Bürgertum. Genau, es gab keine Freizeit, in der man in ein Café gehen konnte. Es gab auch keine breitere Bevölkerungsschicht, die sich das leisten konnte. Und der öffentliche Raum war auch keiner, wo man in irgendeinen sozialen Auftritt hatte. Also früher waren für die meisten Leute Stühle nicht zugänglich. Sie saßen auf Bänken oder Hockern, aber Stühle, das war was Besseres. Und natürlich dann mit 19. Jahrhundert, mit der industriellen Produktion, da bricht die Moderne ein sozusagen mit der Idee, dass was früher Luxus war, jedem zugänglich wird. You know, the interesting in this chair, it was the, you know, the invention of the, how you can bend the goods. And in this case, make it so simple. Yeah. I mean, because there are many other Tournette models which are much more complex. But this one is the simplest, the cheapest. If you produce some millions a year, can you imagine also the factory? Because they have to bend by hand. Yeah. Can you imagine the organization just for delivery? Sie hat diese Technologie plötzlich umgesetzt. Nur noch, ich weiß, 6 Teile dieser Stuhl. Man konnte 100 Stück in 1 Kubikmeter verpacken. 20 Millionen Stück sind, glaube ich, 1900 schon verkauft worden. 20 Millionen. Gewaltig. Ne? Und sie haben halt... Er war einer der ersten Multinationals. Ja, der ist mit den Fabriken in die Wälder gegangen. Den haben die Wälder abgeholzt, die Möbel gebaut, dann haben sie die Fabrik wieder abgebaut und dann sind sie da in Böhmen und Mähren da in den nächsten Wald, haben wieder eine Fabrik gebaut und rundherum alles wieder abgeholzt und das zu Müll verarbeitet. Aber es hat nie vorher einen preisgünstigeren Stuhl gegeben. Ja. Das ist alles gab. Der Klappstuhl und der Kinderstuhl. Und die ganze Möbelwelt wurde durchdekliniert mit dieser Idee. Das ist einmalig in der Geschichte des Möbels und großartig. Also bis zu so einem Wahnsinnsobjekt, nicht, das dann
diese Verbindung zu diesem, diesem Rollstuhl. Eben, wie gesagt, alles war möglich. Und alles war in dem Programm. Nach Bezesel kommt gerade Barbierfotos und Bides. Seit der 51. Mal sehen, was, wie man ein Bide aus Buchholz machen kann. Das ist ja überraschend. Naja, Bidedeckel, Bideschale. Krankentragstuhl. Eine gewaltige Organisation. Und das hat niemand heute, solche Mengen an Varianten. Und man kann es nicht sehen, wie das sich verändert, wenn man das jetzt noch so einen Stuhl von Schinkel sieht dagegen. Dann sind wir hier natürlich noch in einer, sind wir auch schon in der Moderne, weil die Produktion modern ist. Aber die Zeichen sind noch aristokratisch und das ist noch elitär. Also die Verzierung ist noch aus einer ganz anderen Zeit, aber die Technik ist schon aus unserer Zeit, nämlich Eisenguss. Hier sind wir bei den universellen einsetzbaren Möbeln. Ja. Das hier ist wieder Teil, also Fragment eines Gesamtkunstwerks gewesen. Also der Stuhl ist für dieses Miss Cranstons Kaffeehaus in Glasgow gemacht. Die hohe Rückenlehne ist entstanden, weil es gab, glaube ich, Trennwände in diesem Café auf halber Höhe. Und die Stühle sollen darüber hinausragen. Ne? Und deshalb gab diese hohen Rückenlehne, die dann nachher zu einem Markenzeichen von McIntosh wurde, zustande. Ne? Ist natürlich jetzt nicht die Idee, dass das ein Massenstuhl wird. Der ist ja für ein Kapferentium entwickelt, für den Ort. Und das ist natürlich nicht die Entspanntheit auf diesem Stuhl. Da kann man sich vorstellen, dass man da seitwärts sitzt, nicht mal ringen, dass man einen Stuhl rumträgt. Und das kann man sich hier nicht vorstellen. Der Stuhl steht. Aber die hohe Rückenlehne gibt Bedeutung, gibt dem Sitzenden einen Status. Und das gilt natürlich auch für den anderen McIntosh oder auch für Frank Lloyd Wright. Diese, wenn man sich mal vorstellt, wie man da drin sitzt, die Lehne ist ein Schild, ist eine Ableitung aus dem Thron. Gab es ja in Wien die Wiener Werkstätte. Und da ist die Firma Kohn auf die Idee gekommen, sich diese Architekten zu engagieren, um diesen Wiener Werkstättestil, sag ich jetzt mal, zugänglich zu machen für die breiten Schichten, also zu einem guten Preis. Also die sogenannte Sitzmaschine ist ein Entwurf, der solche Entwürfe gab es, besonders in England, in der Arts and Crafts Bewegung. Aber ist nicht eine neue Deutung. Er lässt sich einstellen. Das ist ja nicht dieser Winkel. Das ist ja nicht ganz gut. Das ist toll gemacht. Und er nimmt dieses Motiv der Kugel, das ja bei Hoffmann so beliebt ist. Also, er mag natürlich die Kugel und er mag das Quadrat. Und hier ist also sowohl das Quadrat als auch die Kugel im Einsatz. Wagner war ja. Also das ist purer Funktionalismus hier, ne? Also hier für ein öffentliches Gebäude. Postsparkasse. Ja, und das war klar, das wird jeden Tag hundertfach, tausendfach genutzt. Alle Stellen, die zu schützen waren, sind halt mit diesem Aluminium besetzt worden, mit diesen Manschetten, mit diesen. Das Verrückte ist, er hat es denn geschafft, das Material Aluminium als Corporate Identity für die Postsparkasse eigentlich zu lösen. Ja? Also alles war, es gab ja den Aluminium-Wandlampen, Aluminium, alles war aus Aluminium und Kombination Holz. Das war fast, also dass man irgendwo gedacht hat, also wenn man Aluminium und schwarz gebeiztes Holz sah, oh, Postsparkasse. Dieser absolut sensationelle, unglaublich und revolutionäre Stuhl von Rietvelden. Die Auflösung eigentlich des Sessels. Alles, was im 19. Jahrhundert als gut galt, nämlich also die dicken Polster, die Gemütlichkeit, das Ende der Gemütlichkeit. Und es ist was ganz anderes passiert. Das habe ich 17 konzipiert, aber es ist
nach dem Ersten Weltkrieg ist alles anders. Und jetzt fängt eigentlich die interessanteste Periode der Stuhlgeschichte an. Es ist nicht die Idee, hier sitzt man dann gemütlich und trinkt seinen Tee, sondern hier will man etwas sagen. Ich bin anders als die anderen. Ich bin neu, ich bin modern, ich bin auch eine gewisse Dynamik, ein Schweben im Raum. Ein offenes Raster von Elementen, die aussehen wie so eine, eigentlich wie ein Bild von Mondrian. Und das veranschaulicht auch eine bestimmte Raumauffassung, nämlich einen offenen Raum. Und diese Raumauffassung hat etwas damit zu tun, was zeitgleich in der Architektur passiert. Dass auf einmal Gebäude offen werden, dass man mehr Glas einsetzt, dass man Räume nicht mehr so stark voneinander trennt, sondern sie so macht, dass vielleicht weniger, aber größere Räume da sind, die man dann multifunktional nutzt. Und da geht es weiter mit Riedfeldern. Also, das ist auch ein herrliches Objekt. Später. Habe ich hier wie diese drei Elemente aufgenommen werden. Also immer diese abgerundeten hier natürlich, weil ja eine Schräge in den Rücken erfolgen muss, ist das nicht, sind die Linien nicht parallel, sondern das geht auf. Und hier die beiden parallelen Linien, auch wieder diese Vereinfachung. Man hätte ja für jedes dieser Element gäbe es auch 100 andere an sich logische Formen. Aber dass man jetzt die logische Form findet, aber diese Vereinheitlichung findet. Und die geht ja auf, das ist ja nicht, dass die gegen die Funktion ist. Aber diese spezifische Lösung eben des Funktionalen, das ist wunderschön gelöst. Auch das hier interessant, in den Jahren der Krise, wo jedes Möbelmaterial knapp ist, entwirft Riedfeld solche Möbel aus einfachen Kistenlatten, die man dann auch bei sich zu Hause zusammenschrauben können soll und dann selber farbig anmalen kann. Also eigentlich eines der ersten Do-it-yourself-Möbel der Geschichte. Alle Designer heute machen DIY-Möbel und man soll sich das selber zusammenbauen. Und dann merkt man, aha, jemand wie Riedfeld hat das ja schon gemacht in den 30er und 40er Jahren des 20. Jahrhunderts. Und auf einmal entdeckt man diesen Riedfeld neu. Parce que les plans se trouvent facilement sur Internet et c'est assez drôle de... On peut avoir les plans, secrétaire. Ah. C'était l'idée, je crois. Oui, oui. Les plans, oui. Moi, j'adore cette chaise. C'était bon. Aujourd'hui, avec cette vague d'achats de seconde main sur Internet, il y a aussi beaucoup de gens qui fabriquent pour l'occasion, parce que c'est une manière probablement de se faire une économie. Je vois très bien cet objet-là sur ma terrasse. Non pas, certes, parce que j'aime Riedfeld, mais aussi par sa, par sa praticité, son évidence. Oh, light? Yeah, that is light. So maybe it's not the best example of lightness, but the topic of lightness, that was, and that it was about getting rid of everything. That's a story that is a new leaf on a tree that has so many followers. Yeah, yeah. And that's interesting, of course. That makes an object so, that the concept is even stronger than the chair itself. Eh? So. Ist nicht mehr der üppige Sessel. Hier ist nicht mehr das üppige Polster. Hier ist nicht mehr das Verstecken, Verbergen der Innenwelt. Hier ist die Innenwelt, die Konstruktion nach außen gedreht. Hier sehen wir, hier verstehen wir, das ist modern. Hier verstehen wir alles, was passiert. Wir verstehen genau, wie das funktioniert. Möbel als Stahlrohr zu machen, für uns eine Selbstverständlichkeit, für die damalige Zeit eine Sensation. Und interessant ist, dass Breuer hier ein Jahr später eigentlich das, was er mit dem Sessel B3 gemacht hat, hier mit einem anderen Möbel auch als Stuhl macht. Und man sieht immer noch, wie Breuer eigentlich aus dem Holzbau kommt. Er war ausgebildeter Schreiner, dann auch Architekt. Und er geht mit Stahlrohr so um wie mit Holz, dass er also die Dinge, die Enden verschraubt, nicht verschweißt. Man könnte ja mit Stahlrohr auch schweißen, aber nein, er schraubt. Er lässt die Linien sichtbar. Also man merkt, wie Breuer hier eigentlich
versucht, mit diesen minimalen Mitteln des Stahlrohrs einen klassischen Stuhl zu machen. Aber eigentlich nutzt er noch nicht das aus, was Stahlrohr eigentlich kann. Und dann kommt ja eigentlich der Übergang zum Freischwinger. Und der schöpft dann das Potenzial aus, was in diesem neuen Material Stahlrohr drinsteckt, nämlich, dass ich gar nicht so viele Streben brauche. Und dann haben wir hier die große Bandbreite, die dann entsteht von Stahlrohrmöbeln. Mies van der Rohe, der eben den sogenannten Freischwinger eigentlich zum ersten Mal wirklich ausführt, indem er anders als Mats Damm mit seinem eckigen Möbel, was nicht federte 1926, kommt Mies van der Rohe auf diese kreisförmig gerundete Linie. Und Nachteil bei Mies van der Rohe Stuhl ist dummerweise nur, dass man kann sich zwar schön reinsetzen, aber wenn man aufsteht, dann macht der Stuhl manchmal so einen kleinen Hüpfer und kommt einem sozusagen hinterher. Von einer unerhörten Eleganz. Ist das alles nötig? Ist das sehr praktisch, wenn man diese Riesenarmlehne gegen den Tisch bin? Vielleicht nicht. Nicht wirklich praktisch. Aber hinreißend. Das war ja der Anfang mit Mats Damm. Hier ist es sozusagen die Idee umgesetzt, aber in einer strengen, sagen wir, demonstrativen Weise. Und Mies nimmt das und macht dann daraus einen Zauber. Und das ist dann die Größe. Das ist die große Geste. Bei Max Bill. Organisch, den gab es auch nur mit drei Beinen. Als ich anfing, hatte ich ja nicht die Idee, dass das eine Sammlung sein sollte. Keine Ahnung. Sondern ich wollte eigentlich meinen Alltag etwas aufheitern, indem ich Objekte um mich stellte. Ich hatte damals ein Büro, das war ein Glaskasten, nicht in der Fabrik, aber im oberen Stock der Fabrik. Und von diesem Glaskasten aus schaute ich dann raus und sah dann diese Objekte, die ich Anfang der 80er Jahre begann zu sammeln. Aber nie mit der Idee, dass es eine Sammlung wäre, sondern ich wollte einfach die guten Möbel der Periode, die mir am meisten lag. Das war also die Sorgens von Alto, Pruwe, Eames, also 40er, 50er Jahre, bis in die 60er, bis in die 30er. Das wollte ich so um mich haben und wollte auch lernen. Also was kann man lernen von den großen Meistern? Und aus dieser eigentlich spontanen Akkumulation, nicht Sammlung, ergab sich dann irgendwann die Notwendigkeit, etwas damit zu tun. Diese Stühle standen da rum, alle setzten sich da mal drauf und fanden es noch lustig, die auszuprobieren, bis eben eines Morgens ein Stuhl dann kaputt war. Da war ich also gewarnt. Und das führte dann zu der Idee, ja, man muss sie doch irgendwo unterbringen. Zwischen den Wands dann schon. Aber die im Laufe der 80er ein paar hundert. Diese Möbel von Corbusier Perriand Jeanneret, die wurden ja das erste Mal dann 1929 gezeigt auf dem Salon d'Automne, wo alles wirklich beweglich war. Die Schiebefenster waren beweglich, das Bett konnte man deplatzieren auf Kugellaken und so, damit man besser betten konnte, fast wie hier. Mhm, mit dem. Und auch hier geht es natürlich darum,
Und das hat der Corbusier dann geschrieben, dass man ohne jede mechanische Hilfsmittel oder den Stuhl einfach bewegen kann. Das ist ja eine tolle Lösung. Ja? Im Unterschied zu dem, da gibt es natürlich Vorbilder zu dem. Es gibt einerseits diese Tonne-Schaukelliege, und es gibt so ein komisches, schwerfälliges Teil von einem Doktor, oder, der da eine Erfindung gemacht hat mit einem Kurbelrad, oder, und der eben auch ein Untergestell hatte und ein bewegliches Oberteil. Und Corbusier hat das schon für den Pavillon de l'Esprit Nouveau evaluiert und war ihm dann formal nicht gut genug. Und dann schrieb er eben, oder, das sei jetzt die Erfindung eben sans aucun moyen. Und das Problem ist ja, dass man einerseits sofort einschläft, wenn man müde ist, also es gibt keine Gnade, oder, sofort. Und das andere ist, dass es eben keine Stützen hat für die Arme. Ja. Für die Arme. Also zum Lesen nicht. Zum Lesen nicht so geeignet eigentlich. Ja. Dass Sie zu Ikonen werden, hat nicht mit dieser Merkbarkeit zu tun. Hat ja nicht mit einer Superfunktion zu tun, sondern so eine Form ist merkbar. Die kann man zeichnen, die erkennt man sofort. Da muss man nur diese Geste machen. Da muss man, also die Idee übrigens ist brillant, dass man das Objekt ohne irgendeine Feststellmechanik in verschiedene Positionen bringen kann. Das ist schon eine brillante Idee. Aber das sieht man eigentlich auch, wenn man diese Form sieht und dieses Gestell sieht, das drängt sich sozusagen auf, dieser Gedanke. Und so bleibt das etwas, was in Erinnerung bleibt. Das Gleiche gilt nämlich für den Barcelona-Chair. Das sind Dinge, an die wir uns erinnern können, leichter können, die wir sogar zeichnen könnten. Und eben inhaltlich sind natürlich, also diese Möbel, diese Liege, ehrlich zu vergleichen auch mit den Autos, die Corbusier immer bei seinen Gebäuden hat, er immer der letzte Schrei, den neuesten Wagen quasi vor das Gebäude gestellt, um eben auch zu zeigen, wie unglaublich modern diese Entwürfe sind. Und jetzt findet man das eigentlich, es kann ja nicht die gleiche Zeit sein, dieses Auto und dieses Gebäude. Genau, das sind so alte. Das sieht so alt aus und das Gebäude sieht immer noch so aktuell aus. Genau, also, das ist erstaunlich. Hier muss man auch auf die Rolle von Charlotte Perriand hinweisen, die mit Le Corbusier ganz viele seiner Möbel zusammen entwickelt hat. Heute denkt man wahrscheinlich sogar federführend. Und Perriand war eine ausgebildete Innenarchitektin und hat sich dann wirklich mit bestimmten Details befasst. Da gibt es wunderbare Skizzenbücher von ihr, wo man sieht, wie sich die verschiedenen Entwicklungsstufen dieser Liege eigentlich weiterentwickelt haben. Zuerst war der Wohnbedarf da. Aber dieses Wort im Bedarf, also anknüpfend, also was ist Schweizer Design? Bedarf, nicht? Das heißt ja nicht, das ist ja das Gegenteil zu Luxus. Das ist also nichts, was man hinzufügt, sondern nur was Notwendiges, Bedarf. Das ist ja nicht gut gesagt, im Wohnbedarf. Ne? Absolut. Als Begriff. Ja. Finde ich sehr schweizerisch auch. Das ist ja eigentlich auch, also den Luxus zu zelebrieren, das gilt ja bei uns wirklich als No-Go. Das ist effektiv. Und das hat wiederum zu tun mit dieser mangelnden höfischen Tradition. Das geht schlecht. Diese klassischen Werte, dieses sehr pragmatische, dieses konstruktive Denken, diese Materialeffizienz zum Beispiel, ich glaube, das sind schon Werte, die tief in der DNA der Schweizer Designkultur verankert sind. Und einer der wichtigsten Entwürfe steht ja da oben jetzt für das Schweizer Design, der Mosersessel, der ja dann wirklich auch so eine Wohnlichkeit und eine Prise Glamour immerhin ins Wohnzimmer gebracht hat. Das ist schon eine absolute Ikone. Aber streng, immer noch streng. Immer noch streng, immer noch ein Freischwinger, immer noch Stahlrohr, aber bereits, man sieht das an diesen beiden Locken, bereits verstellbar. Also es gibt quasi so die Leseposition und dann die Feierabendbierposition. Genauso wie das Buchholz im 19. Jahrhundert eine Innovation war, war dann in den 20er Jahren das Material Schichtholz eine Innovation. Das heißt, das war auch allein schon als Fertigmaterial neu, hat es vorher nicht gegeben. Paimio von Alvaro Aalto von 1932 für das Paimio Sanatorium konzipiert in Finnland mit viel Holz, also Holz als günstiges, preiswertes Material, auch viel Kenntnis des Holzes. Und wenn man das so also sieht, ist ja wirklich wunderbar, wie dieses verformte
Sperrholz sozusagen hier aufgehängt ist an der einen Stelle, aufgehängt ist an der zweiten Stelle und sich nun da schwingt sozusagen um dieses Gestell oder in dieses Gestell hineinschwingt. Und es ist eine gewisse Elastizität erlaubt, das heißt ja frei hängend. Là, c'est toute une, tout un vocabulaire nouveau, radical, mais dans une relation très organique, sensuelle. Oui. And then we get to alto. And in a way, you have to say, I mean, apart from the bending of the plywood, the great innovation. The leg, yeah. Is the idea that you fix the leg, not flat, not in a in that way, but in that way. I mean, this joint is a genius. Yeah. And this concept. Bending was, of course, a big innovation. Now it's no longer difficult to do it, but that was a big thing. And to use that column then for also in a system, you know, you use it for tables, you use it for a cabinet on, you use it for a stool, you use it for a chair. Ich fand die Verpackung schon so toll. Ja. Zusammenklappbarer Taschenstuhl, nicht zu übertreffende Neuheit, unentbehrlich für jedermann unterstrichen. Das finde ich super. Sportplätze und Strandbäder bieten keinen vollen Genuss ohne diesen Taschenstuhl. Ich fand den formal einfach unglaublich, weil, guck mal hier, ich das mal raus. Also erstmal Verpackung, ne? Einfaches kleines Paket, winzig. Mhm. Ja, und dann, was man hier rausklappt, das fand ich unglaublich. Wirklich, diese. Und wo ist Fuß und oder also ist hier egal. Ah, nein, das ist der Fuß. Das genau. So, und dann hast du das hier. Ja. Ja, und das sieht doch aus wie eine Brückenkonstruktion, Bahnhofskonstruktion aus dem 19. Jahrhundert. Ja, und dann klappst du es rein. Jetzt musst du. Da musst du ein bisschen hoch, genau. So. Ja. Dann hast du dieses Objekt und das ist so. Ach, diese, weißt du, diese runden Aussparungen, also da ist ein sehr starker Gestaltungs. Ja. Wille. Dieses Objekt, ich finde es interessant, zum Beispiel im Vergleich wie mit so einem Stuhl wie von Prouvet, weil das ist ja so das eine... Das ist auch ein Klappstuhl. Genau, das ist ja eben eine Design-Ikone mit einem Autor, mit einer Gestalterpersönlichkeit, die dahinter steht. Und wir haben ja hier ganz viele Objekte, die eigentlich Autorendesign sind. Und was oft in den Hintergrund tritt, aber was für uns ja auch interessant ist als Museum, ist ja eigentlich, was ist im Alltag angekommen? Also was sind anonyme, einfache Objekte, die aber trotzdem Gestaltungsneuerungen oder einfach eine erstaunliche Funktionalität für viele erschwinglich gemacht haben. Und da fand ich das Objekt dann interessant. Aber ich finde, als Museum sind einfach beide Ebenen wichtig. Das ist eben das, was Jacobus hier über Prouvé gesagt hat. Was immer er anfasst, ist eminent vernünftig und gleichzeitig eminent schön. Das ist dieses Wunder Prouvé. Der einen so einfachen Stuhl macht wie dieser, der aber so charakteristisch ist, indem er eigentlich ein Vorderbein, den ganz normalen Stahlrohr verwendet, aber für die Hinterbeine eben einen Körper bildet, das Stahlblech. Weil hier ist also nicht ein Originalitätswunsch, ich mache etwas, was es noch nicht gab, sondern eine Logik, die dem Jean Prouvé als Konstrukteur und aber auch als Hersteller leicht fällt, einleuchtet und dann umgesetzt wird und Sinn macht. Das will nicht ein Manifest sein, es sei denn ein Manifest der Notwendigkeit, aber da will man nicht etwas sagen, jetzt hier, schaut mal, ich bin was ganz Besonderes, sondern wie konstruiere ich einen Stuhl, der funktioniert, der an den Stellen, wo er gelegentlich brechen könnte, am stärksten ist. Und das Wunder, das wirkliche Wunder, ist dann, so, das ist die Sprache der Notwendigkeit, aber trotzdem unverwechselbar. Prouvé.
Das ist etwas, was man wahnsinnig gerne angreift. Ja? Nicht, den kann man mit einem Finger praktisch nehmen. Nicht? Ja, ja. Das ist toll, das ja. Ist, und das erste Mal, dass ja. Aluminium so verwendet wurde, die erste Schale, wenn du schaust, sind überall Rücken und Sitz ja, ja. Sind getrennt. Und dann hier macht er eine Schale, die dann nachher Ihms und Sagenen aufgenommen haben. Das sind ungefähr 10 Jahre dazwischen. Also, ne? Und eigentlich jemand, der gar nicht sozusagen vorbereitet war als Keine Designer. Ahnung, überhaupt nicht. Ja. Hersteller von Metallwaren, der das gemacht hat. Also dessen Wissen ist nicht drin. Aber das ist sehr selten, dass jemand so aus dem Stand heraus ein Meisterwerk macht. Das war bei Correa der Fall. Das war nämlich fantastisch, 1938. It's, I don't know anything about Hans Correa. Where did he come from? He was a young man. He never designed a chair. This was for the Swiss Pavilion. And, yes, for the Landesausstellung 39. And he got that job just accidentally almost. And it's a miracle because you know how long now it takes to do anything. They did within a year, they designed the chair. They made it, somebody made it who had never done furniture before because they were just doing these sort of hardware things in aluminium. And for the Landi, I think it was 1,500 chairs already for the exhibition. Die größten Sprünge macht man wahrscheinlich, wenn sich große Veränderungen in der Gesellschaft abspielen. Die neuen Dinge passieren nicht in Zeiten, wo sich so langsam etwas entwickelt, sondern sie entstehen in Krisenzeiten oder Übergangszeiten. Und da kann man, sagen wir, sicher die beiden Weltkriege als Einschnitte nehmen. Yeah. And then Eves and Sarin together make the first three-dimensional wood shells. But it was very difficult to produce and they didn't manage. And then is in the war and then Eves gets the job to do something for the Navy because he was experimenting with plywood and now he really understands how to bend plywood. But was it used that much? Oh, a lot. It was? Thousands. Yeah, it was. The Navy ordered thousands of them. Das sind ja Beinschienen für US-Soldaten im Zweiten Weltkrieg. Und das heißt, dass in Wirklichkeit das Militär massiv, so wie bis heute, das Militär letztlich für neue technologische Entwicklungen maßgeblich daran beteiligt ist. Und das, finde ich, ist etwas, was auch oft übersehen wird. Also, dass das große technologische Sprünge natürlich mit entsprechend finanziellem Druck dann auch ganz klar vom Militär oder heute auch von der Weltraumforschung, aber das ist natürlich auch letztlich Militär, von da kommen, bis heute. Neue Materialien kommen oft von da. Und ich finde, was die Möbel, die wir jetzt so angeschaut haben, auch zeigen, ist, wie bestimmte Länder oder Gegenden in bestimmten Zeiten vielleicht auch eine führende Rolle hatten in Gestaltung und wie diese dann Inspiration bieten für andere und wie das wirklich über Grenzen hinweg auch fließt. Also Aalto hat sich die Möbel von Breuer angeschaut, weil in den 20er Jahren Deutschland wirklich führend war im Möbeldesign. Es ist also von da nach Skandinavien gewandert und Aalto ist dann in die USA gegangen und hat wiederum die Eames sehr stark beeinflusst. Also ja, das ging über den Ozean hinweg. Das hat auch wieder mit dem Zweiten Weltkrieg viel zu tun. Ne? Natürlich, ja. Durch diese Zäsur in Europa zum einen viele wichtige Entwerfer in die USA emigriert sind und zum anderen in Europa einfach für mehrere Jahre überhaupt nichts mehr passierte. Die Industrie konzentrierte sich nur noch auf Kriegsproduktion. Materialien wurden knapp. Stahlrohrmöbel werden ja seit Mitte der 30er Jahre kaum noch produziert. Auch ganze Kontinent Europa, da geht es auf einmal um ganz andere Dinge, weil die wirtschaftlichen Probleme groß werden, weil es riesige politische Spannungen gibt. Und dann verlagert sich eigentlich vieles in die USA, ne? Wo dann auf einmal die Eames das Design voranbringen. Eames war also nicht jemand, der formsüchtig war, gar nicht. Er hat interessiert, dass die Dinge stimmig sind. Nicht irgendeine formale Übertreibung oder eine Akzentuierung würde ihm überhaupt nicht entsprechen, sondern, oder den Eames, sondern was ist ein guter Sitz? Was ist ein guter Rücken? Ja, der ist dreidimensional verformt natürlich. Wie kriege ich dies zusammen? Wie habe ich eine Form, die ich beliebig stellen kann im Raum? Und dann ist es da. Also es tönt einfach. Aber es ist natürlich hinter so einem Stuhl stehen. Jahre der Forschung.
Das sind alles Prototypen aus dem IMS-Office. Und was immer interessant ist an diesen Prototypen ist, dass man sieht, dass der Designer nicht mit der brillanten Idee aufgewacht ist, sondern dass er viele, viele, viele Umwege machen musste, bis er dann den Weg zu dem Produkt fand. Das ist die Armshell, da gibt es ja nur die einfache. Und das war dann der Durchbruch eigentlich für den Kunststoffstuhl. Also so hat Eames eigentlich auch erfunden, das gab es vorher in dieser Form nicht, dass man unterschiedliche Oberteile mit unterschiedlichen Unterteilen sozusagen kombiniert. Und das war etwas wirklich Interessantes, Neues. Bis zum Schaukelstuhl, Bürostuhl, Stuhl mit der einfachsten Form, Stahlrohrgestell, dann komplexer mit dem Holz, auch drehbar, mit einem kleinen Mechanismus. Also das ist eben dieses Systemdenken von ihm. In mancher Beziehung sind das dann die erfolgreichsten Entwürfe. Man sagt ja, das ist eigentlich ein Clubsessel wie früher, aber nein, er ist ja ganz neu. Er besteht aus Einzelteilen, die sind flexibel gelagert. Also hier ist eine Bewegung möglich, steht nicht auf vier Beinen, sondern auf dem Fuß, der eigentlich eher an einen Bürostuhl erinnert. Aber damit wird das etwas sehr Wichtiges gewonnen. Man kann sich drehen, was sehr angenehm ist, wenn man auf dem Stuhl sitzt. Also diese Verbindungen von Tradition und Neuem sind vielleicht die, die dem Menschen am besten entsprechen. Die Eames haben ja gar nicht so viele Möbel geschaffen, sondern mit einigen Grundgedanken sozusagen die durchdekliniert. Keine weiße Hose. Ja, aber du hast Nieten an den Hosen. Ja. Das ist ganz gefährlich. Schau mal. So zu zweit auch. Ne? Ja, aber das ist glaube ich. Und kein Polster, das muss doch dir gefallen, oder? Ja, nein, es ist kein Polster, man ist auch näher an den Dingen. Am Material. Ja, Material. Ja. Und er ist aber auch bequem, weil man sich. Bequem ist ja auch etwas, dass man unterschiedliche Positionen einnehmen kann. Ne? Und du kannst am Schluss kannst ja die Füße hochhalten und so weiter. Ne? Das ist okay. Also mehr dürfen wir hier nicht, weil es, immerhin sind es Objekte für ein Museum. Rasmussen, Grüne, Chief Day. Also, ein schöner Moment für unsere Sammlung. Wir konnten eben ein Chieftain von Finjul ersteigern. Das ist ein Objekt, eines der wenigen ikonischen Objekte, das uns fehlt. Da sind wir seit Jahren dran, einen zu finden. Das ist Teak, oder? Das ist Teak, ja. Ja, das war ja das Lieblingsmaterial von Finjul. Er war auch einer der Ersten, die das eigentlich verwendet haben. Das war nicht das klassische Material zunächst. Aber man sieht es, also das ist 49. Das Organische kommt nicht in vielen Formen vor. Also in Amerika mit Charles André Eames, mit Zangen, das ist auch das Organische. Aber das ist ein anderes Organisches. Hier ist es eben Organisches mit Handwerk. Und was man hier wieder sieht, ist, wie eben solche Produkte eine herrliche Patina ansetzen. Das macht es ja nachher eben zu diesem Einmaligen. Da ist dann jedes Exemplar halt über die vielen Jahre ist ein anderes geworden. Die meisten Entwürfe, die mich am Anfang jedenfalls fasziniert haben, waren eigentlich industriell angedacht. Und es gibt aber eben einen Kulturkreis, wo das Handwerk nicht sozusagen das Zurückblickende, Konservierende nur enthält, sondern in die Gegenwart rückt. Und das ist Dänemark, wo Architekten und Designer mit Herstellern, die aber stark handwerklich orientiert waren, zusammenarbeiten. Wie nannt man das in Dänemark? Diese jetzt Cabinet Makers, ja. Waren es sich eigentlich Schreiner. Ja, auch wunderschön gemacht, ja. Palisander. Das war ja damals auch so ein Lieblingsmaterial von
Eames, das Rio Palisandre, herrliches Objekt. Wie heißt der eigentlich, der Stuhl? Jochstuhl, ja. Das sind auch immer noch gute Namen, weißt du, diese, bevor die Marketingnamen kamen. Ja. Das ist so ein Stuhl, einfach Jochstuhl. Der Wishbone von Wegner. Wegner hat ja auf eine großartige Weise Handwerkliches mit industriellem und, sagen wir, mit Contemporary Design verbunden. Und das ist ein besonders gelungenes Objekt, wird bis heute produziert. Und dieser Wishbone, das, dieses Element, das kennzeichnet ihn, also wieder etwas, was eigentlich sehr einfach ist. Auch Wegner war von chinesischen Stühlen beeinflusst, das sieht man an diesem Objekt auch. Und dann, als ich dort, wo der Rücken ist, will man eben nicht die Rundung haben, da will man ein flaches Material haben. Und auf absolut reduzierte Weise dieses V sozusagen eingeführt. Und interessant ist dann, was später Arne Jacobsen gemacht hat. Also der hat dann diese Idee des Plywood-Chairs aufgenommen. Mit der Ameise, das war ja dieser bis heute enorm erfolgreiche Stuhl, wo eigentlich als einem Stück eine Schale in Holz gebildet werden kann. Weißt du, was wir stehen in Gott hier drauf? Dieser Flügel ist fast ein Flügel. Das ist ja Bildhauer, Bektoja, und ich glaube, das ist, würde ich sagen, sein Meisterwerk. Es gibt ja aus dieser Familie verschiedene auch Stühle, aber das ist der wo dieses Schwebende am schönsten ausgedrückt ist. Die Eames und Bektoja haben ungefähr gleichzeitig daran gearbeitet. Die Eames haben ihren Stuhl ein Jahr vorher auf den Markt gebracht oder an die Öffentlichkeit gebracht. Beide arbeiten mit diesem Gedanken, dass eine dreidimensionale Form erzielt werden kann, wenn man ein weiches Material, den Draht, eben zu einem stabilen Körper sozusagen zusammensetzen. Nicht am schönsten so, wie er da ist, ohne Polster. Sculpture value. So, and also that you almost see upholstery here, although it is hard material. Gull hatte dann sehr oft versucht, auch das sehr ergonomisch zu machen. Es ist schon, also das Schweizerische unter anderem darin zu sehen, dass er eine Platte nimmt, so wie sie kommt vom Werk und ohne Abfall verarbeitet. Und er fügt das auf zusammen, paff, fertig. Oder? Und Eternit ist ja wie ein weiches Tuch, formbar, wenn es frisch ist. Oder? Das kann man einfach so über die Form ziehen. Aber es hat natürlich auch etwas zu tun, vorher haben wir über Art gesprochen und so, über diese skulpturale Tendenz der modernen Nachkriegsarchitektur, oder? Man hat ja diese Schleifen, oder Bill hat diese Schleifen gemacht und so, das war irgendwo in der Zeit auch, oder? Sehr stark verankert. Das ist auch wieder ein Stuhl aus einer anderen Zeit. Aber das Bild ist eigentlich aus anderen Gründen. Viele sagen, das ist der große Ali Akbar Khan. Er ist Inder. Und hier sieht man jetzt, wie ein Inder mit einem Stuhl umgeht. Viele Inder sitzen ja auch in der Bahn, auf den Bänken in diesem Schneidersitz. Das ist eben die
traditionelle Sitzhaltung, die diese Kultur gewählt hat. Und wenn Corbusier in Chandigarh baut, dann macht sein Vetter Jeanneret, macht fantastische Stühle. Aber das sind indische Stühle, weil sie nach indischer Art produziert sind. Aber es sind nicht indische Stühle im Geist. Und es gibt ja ganze Kulturen, die eben einen Stuhl nicht brauchen. Die am Boden sitzen, die kauern, die vielleicht am Hocker sind, aber eigentlich den Stuhl gar nicht brauchen, gar nicht nutzen. Also wenn man jetzt den Stuhl wegdenkt, wäre das ein wunderschönes Bild, wie er da in der, wie er schwebt. Das Tolle für mich an den Castiglione war, dass er ein Auge hatte für Dinge, die es gibt. Ja? Und er war, seine Sehnsucht war ja nicht immer etwas unbedingt neu zu erfinden, also unter Anführungszeichen, sondern Dinge, die sich bewährt haben, zu transformieren. Und das ist ja nichts, was es nicht gegeben hat. Das ist ja auch an sich, mich wundert es, dass man so etwas nicht mehr verwendet. Nicht gerade heute, wo man sagt, Büro ist dynamisch oder, weil es ist ja etwas, wo man jetzt nicht sitzt, sondern mit dem Handy jetzt 5 Minuten ein Gespräch, da geht man und dann setzt man sich hin und geht wieder weiter. Ich muss sagen, ich hocke immer in meinem Büro auf dem Traktorstuhl. Kann man da gut sitzen? Ja, perfekt darauf sitzen, oder? Es ist auch schön, also man kann das nachspannen da unten, oder hier. Man muss es wieder anziehen. Muss wieder her, aber das ist ja das Zweite, wo man wieder anziehen, ist da unten. Da hat es auch so eine Schraube. Ah, das löst sich auch mit der Zeit. Das löst sich auch mit der Zeit. Weil, okay. Oder man gigampft, oder man hockt. Das ist ja, also wirklich so ein... Und das ist also wirklich die Idee, dass ich auf einem Traktorstuhl, also im Büro, hocke. Oder? Weil der Traktorstuhl, der muss auch praktisch sein. Ja, ja. I like that very much. You know, this is this Duchamp, this collage, the ready-made. This was also a new way of thinking. Yeah, eh? This whole totally casual, new. Yeah. Totally. Yeah. Yeah. With the coconut. Yeah. Also a new lifestyle. Also der Coconut von George Nelson. Jetzt fängt es an, dass Stühle Namen haben. Also früher hieß das war der Tonet 14. Auch noch bei Eames, das ist der Lounge Chair und der Aluminium Chair. Jetzt plötzlich kommt was anderes. Jetzt heißt das Coconut Chair. Oder von seinen Womp Chair, der Ribbon. Es muss für jeden einen Namen her. Das ist der Caruselli, weil er sich dreht. Und natürlich, das ist der Vegetal, weil er sozusagen aus der Natur kommt. Das war die Marshmallow. Ein Album sozusagen der 50er Jahre. Hier kennt man all diese charakteristischen von den Formen, von den Farben. Eine Art Vorläufer von so einer Popwelt. Also hier passiert etwas Neues. Das ist ja kein Zufall, sondern jetzt kriegen solche Objekte einen Namen und sie sollen ikonisch sein. Tulip Chair von Eero Saarinen. Hier die Idee der Einheit. Also wenn man, sagen wir, bei einem Eames-Stuhl, es waren ja gute Freunde, aber sie arbeiten ganz anders. Eames teilt auf und Saarinen vereint. Also die Vorstellung, dass hier mehrere Stühle zusammenstehen, dass da nicht ein, wenn man so will, ein Durcheinander von Füßen entsteht, sondern dass die, wenn ich in dieser Einheit 3, 4, 5 Stühle oder auch um einen Tisch herumstehen sollen, ohne zu stören, da hat er den entsprechenden Tisch geschaffen, ein fast nicht zu übertreffendes Objekt, mit dem einzigen vielleicht kleinen Einschränkung, dass das, was hier als Materialeinheit erscheint, in Wirklichkeit keine ist. Der Schal ist das Kunststoff, das Gestell ist Aluminium. In diese Verengung, Verdünnung könnte man ein Gestell in Kunststoff nicht schaffen, also bis heute nicht. Saarinen hat immer gehofft, dass man eines Tages das dann sozusagen wie aus einem Stück machen könnte. Diese Suche nach dem Möbel aus einem Stück Material. Das kann ich jetzt zum Beispiel in der kleinen Form bei diesem Objekt von Luigi Colani, Zocker,
sehen. Ich kann es sehen bei dem sogenannten Bofinger-Stuhl, einem Beispiel für diesen sogenannten Monoblock-Stuhl. Also die, das kann man ja als eine Art Vorläufer des heute überall erhältlichen billigen Plastikstuhls für 10 Euro sehen. Ein wichtiges Beispiel und auch das bahnbrechende, der Pantonstuhl, also der als erster wirklich in dem industriellen Maßstab den Stuhl aus einem Stück Kunststoff gemacht hat. Und das war eigentlich, seitdem Designer im 19. Jahrhundert darüber nachdachten, Stücke maschinell herzustellen, ist das eigentlich die große Vision gewesen. Wie kann ich in der Industriegesellschaft ein Objekt entwerfen, was aus der Maschine rausploppt, zu Hunderttausenden? Dann wäre es ganz günstig, dann besteht es nur aus einem Material. Und das ist so eine Leitidee, der Stuhl aus einem Guss. Die ersten Kunststoffstühle waren Stühle, bei denen der bisherige Stuhl nachempfunden wurde. Panton kommt dann mit dem genialen Idee, wenn man will, diesen Kunststoff zu nutzen und jetzt den Freischwinger in Kunststoff zu machen. Das ist auch wieder, das schwingt auch wieder, im Kunststoff schwingt er. Und jetzt kann man aus einem Stück, das ist ja aus vier Teilen zusammengesetzt, hier, und das natürlich aus noch viel mehr Teilen, weil die Seitenteile auch noch zählen. Hier ist natürlich auch wieder das Rohr ein Teil und die Verspannungen sind ein anderes Teil. Aber hier ist jetzt der Stuhl aus einem Guss und das ist auch ein Freischwinger. Und das war ein gewaltiger Schritt in der Stuhlentwicklung. Das ist der allererste Punkt. Mit dem ist der Werner Panton durch die Lande gezogen und hat versucht, jemanden zu finden, der an diesen Stuhl glaubt. Hatte viele, viele Absagen. Eigentlich alle Absagen. Von Dänemark durch Deutschland, bis er in Basel eine Zusage bekam. Das war die Geschichte des Panton-Chairs. Oder der Anfang. Setzen Sie da hier was ein oder lassen Sie diese... Ah, die haben wir noch. Das haben Stück wir, das gibt Stück. Es zum Glück noch. Ah, das ist ja gut. Dieses hier oben gibt es leider nicht. Aha. Da müssen wir dann ergänzen. So möchte man den Stuhl als Gott nicht haben. Nicht? Aber das Prinzip des Freischwingers in Kunststoff war schon natürlich, ist hier schon enthalten in dem Objekt und war ja auch nicht von Werner Panton als finaler Vorschlag gedacht, sondern nur als eine Konstruktionsidee. Aber es dauerte Jahre intensiver täglicher Arbeit und unendlicher Versuche, bis der Stuhl für die Produktion bereit war. Werner Panton hat ja dann Einrichtungen gemacht für sich selber oder auch früher so ein Restaurant, wo Teppich, Boden, Wand, Decke, Beleuchtung eine Einheit bilden. Und das kann man natürlich sagen, das ist dann eine durchgehende Welt, in der eine künstlerische Aussage ist, die natürlich dem Altwerk entrückt ist, dass so lebt niemand oder vielleicht für kurze Zeit. Oder Werner Panton selber. Das ist eine andere Geschichte, das ist dann wie sein Reich. Eigentlich auch charakteristisch für diese Panton-Auffassung, alles muss anders werden. Also wir wohnen ja normalerweise im Sofa und einen Tisch oder einen Esszimmertisch mit Stühlen. Aber warum eigentlich nicht in die Höhe gehen? Ändert etwas an der Dynamik des Wohnens. Das ist nicht ganz anders, ob man steif um irgendein Sofa sitzt oder ob man hier rumklettert. Das ist eine ganz andere soziale Situation. Then we put the chair here at your special wish. Yeah, it's my special wish. Yeah. Because it was my first chair. No. That I received from my parents. Is that so? Yeah. Ah, yeah. Well, yeah. That's a good reason yeah. for every day. Yeah. And how long did it survive? Not long. But I pumped it up. I pumped it up with this chair, and I loved it. It looks much bigger than in my. But maybe I had a copy. You know, okay, that could be. There were many of it. Yeah. Because it's relatively easy to do. Yeah. Blow-up, die ewige Frage, warum geht das nicht weiter mit Blow-up? Jeder stellt sich diese Frage.
Die Idee ist so brillant. Luft kostet nichts. Das kostet auch nichts. Warum kann man das nicht wirklich machen? Heute. Also, ich muss sagen, nochmal dieses Blow-up, also, das ist schon ein Thema. Müssen wir wirklich nochmal überlegen, was da. Und das hier ist der sogenannte Ballchair von Eero Aanio. Das ist also eine Ikone aus dieser frühen Phase der Kunststoffmöbel. Was hier reinspielt, ist natürlich die Inspiration an der Raumfahrt, an Science Fiction. Das ist von 1962, 63. Dieses Objekt ist genau die Ära, in der das Wettrennen um die erste Landung auf dem Mond alle Medien dominiert. Also man ist mitten im Space Age und das zeigt sich hier auch am Möbeldesign. Ja. Das ist ein revolutionäres Produkt, wenn du so willst, weil das ist wirklich, alle Stühle haben Beine, alle Stühle haben Rücken, alle Stühle haben Sitz und die ist eigentlich nicht mehr, du machst den Stuhl, in dem du dich ja, aufsetzt. Aber interessant ist ja, dass da nur die Definition, ja, weil das ist zum Beispiel ein Kartoffelsack oder mit Reis oder so, da haben sich immer Leute schon drauf gesetzt, nachdem sie gearbeitet haben auf den Sack. Jetzt wird aber so etwas sozusagen professionalisiert, ja. Kriegt ein Label und sagt jetzt, das ist ein Sitzmöbel. Das ist natürlich überhaupt kein Sitzmöbel, aber es hat in diesem Kontext, kriegt es jetzt plötzlich etwas Unbedeutendes oder schon Bedeutendes, aber was Alltägliches und Leute haben sich immer Arbeiter auf einen Sack gesetzt, der nicht ganz voll war. Aber, hat man da jetzt natürlich, aber hier ist es ein anderes Material, er ist leicht. Er ist professionalisiert. Und du kannst wirklich eben. Und ich kann mich erinnern, dass alle Kinder zu der Zeit oder Jugendlichen, wollte jeder so einen Sack haben, nicht? Genauso wie ich die richtige Musik hören will, möchte ich das richtige Objekt zu Hause stehen haben. Und dadurch fühle ich mich dann zugehörig zu bestimmten Kulturen, Subkulturen. Und die Leute, zu denen ich gehören will, die verstehen das ja. Denen sage ich, ich habe die neue Platte von dem und dem Musiker oder ich habe mir die Philipp Starck Zitronenpresse gekauft und schon ist alles klar. Und diese Art von sozialer Zugehörigkeit über solche ästhetischen Codes, da spielt das Möbel ab den 60er, 70er Jahren eine Rolle. Natürlich sind diese Möbel in der 60er Jahre viel stärker auf den schnellen Blick ausgerichtet. Aber das liegt in der Natur der Zeit. Und dadurch, dass sie vielleicht eher cartoonhaft sind und nicht das große Gemälde sind, dadurch spiegeln sie ihre Zeit viel stärker wider. Wenn man zum Beispiel den Ballchair von Eero Aanio anschaut, natürlich waren das Spielereien, aber sie haben eben auch das Spielerische ins Design geholt, was vorher verboten war. Dieser Begriff der Funktionalität, was ist eine Funktion? Da haben viele Leute in den 60er Jahren gesagt, dass die Aussage des Objekts oder vielleicht auch die Provokation eines Objekts, dass das seine Funktion ist und nicht mehr, dass ich mich da schön gemütlich draufsetzen kann. Und zum Beispiel der Sakko, also ein Objekt, wo ich drauf rumrutsche und nicht stabil sitze, da könnte man sagen, ja, wenn die Funktion eines Stuhls ist, dass ich statisch darauf sitze, dann ist er nicht funktional. Wenn aber die Funktion dieses Objekts sein soll, dass es eben diese Zeit, die 60er Jahre widerspiegelt, in der die Leute neue Formen des Zusammenseins ausprobieren wollten, in der sie alles in Frage stellen wollten, in der man Wohnlandschaften wollte und nicht mehr getrennte Zimmer, dann ist dieses Objekt sehr funktional. Für die Designer, die in den 60er Jahren auf einmal diese Kunststoffskulpturen machen, sind ja schon die Eames und die Billenmöbel die etablierte Generation, gegen die sie sich absetzen wollen. Und das heißt, aus unserer Sicht heute sind das vor allem formale ästhetische Spielereien. Aus der damaligen Sicht war es auch, glaube ich, ein existenzielles Bedürfnis, sich gegenüber der Vorgängergeneration neu zu erfinden. Und dann gibt es ja dieses Ereignis der Erdölkrise Anfang der 70er Jahre. Und auf einmal kapiert man, das Material Kunststoff ist nicht das Allheilmittel. Also man wird nicht in Zukunft Möbel machen können,
die man schnell konsumiert und dann wegwirft, wenn man sie nicht mehr braucht, so wie sie das manche Designer in den 60er Jahren so propagiert haben, sondern es gibt Grenzen des Wachstums. Das war ja dieser Bericht an den Club of Rome, wo auf einmal die Idee der Nachhaltigkeit auf den Tisch kommt. Frank Gehry ist einer der seltenen Menschen, die vertraute Themen, also wie zum Beispiel das Haus oder das Möbel, völlig vorurteilslos angehen können. Er kann sich also offenbar ohne den ganzen Ballast der Geschichte an ein Thema herangehen oder heranwagen und kommt dann immer wieder zu überraschenden Ergebnissen, die ja nicht ganz logisch sind, aber auf die einfach niemand vorher gekommen ist. Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist, dass Frank Gehry nicht immer suchte, zugängliche, auch preiswerte Lösungen zu finden, Materialien, die sonst wenig Wertschätzung haben, dass er diese wie mit neuer Energie füllt. Und dazu gehört dann auch natürlich der Karton. Also das ist ja auch ein Prinzip in der Kunst des 20. Jahrhunderts, dass man Dinge aus einem Kontext sozusagen herausnimmt, aus einem armen Kontext herausnimmt und sozusagen auf den Altar der Kunst stellt. Und damit wird eine ständige Erneuerung erzielt, indem ständig Umwertungen stattfinden. Und das ist auch eine Form von Umwertung, indem ein verachtetes Material plötzlich in dieser fantastischen Linienführung plötzlich zu einem großartigen skulpturalen Material wird. Also das ist dann eben das eben, was solche Menschen können. Also das ist eben fantastisch. Ich habe so ein Objekt, das... Also ich habe den zu Hause, finde ihn also außerordentlich bequem. Und ich liebe ihn, auch weil er etwas hat, was man sonst überhaupt nicht will, nämlich eine Art Vergänglichkeit. Also sonst möchte man etwas haben, das ewig hält, nicht? Das ist ja normal. Und hier ist eigentlich ein Objekt schon in der Auflösung begriffen. Und tatsächlich fällt dann von Zeit zu Zeit fällt das so ein Stück Karton ab und man kann dann entscheiden, ob man es wieder ankleben will oder ob man es eigentlich gut findet. Und dann auf einmal, Ende der 70er Jahre, kommt auf einmal die Postmoderne im Design an. Also sie hat sich in den 60er Jahren schon so angedeutet, aber auf einmal kommen Leute auch in Italien dann, wie Mendini, wie Ettore Sozzas mit seiner Memphis-Gruppe, Robert Venturi in den USA und sagen, wir müssen eigentlich uns viel mehr Gedanken machen über die Botschaft eines Objekts. Also was ist eigentlich... Was ist eine Oberfläche? Wir leben in einer Mediengesellschaft. Wir sind umgeben von Bildschirmen. Ein Objekt ist auch ein Sender von Botschaften. Mendini macht das mit diesem sogenannten Proust-Sessel. Venturi macht das, indem er diese Laminate verwendet. Und dann ist man in den 80er Jahren, in denen auf einmal alles möglich ist. Was Anfang der 80er Jahre dann passierte, genauer gesagt 1981, war eigentlich das mit einem großen Knall eine bestimmte Designergruppe auf die Bildfläche tritt und die heißt Memphis. Memphis war eine Gruppe von einigen Designern um Ettore Sozzas. Also das ist ein Sozzas-Regal, ein Memphis-Regal. Also war ja ein Schock, wie diese Dinge erstmals gesehen wurden. Wurde alles über den Haufen geworfen, was man bisher so richtig fand. Gefälschte Materialien, eigentlich unergonomisch. Auch dieses Licht. I was in school, learning to become a designer. Ja. And Memphis was for us. The freedom, ja. In industrial design. The playfulness, that was
for us really the oxygen during our schools. And of course the relevance of the surface. Yeah, the pattern and also the almost cursing. Huh? Mm-hmm. Yeah, yeah. That it was almost kitsch. Yeah, yeah. Good. Samtrig Entwurf, der Well-Tempered von Ron Arad. Fast ironisch, fast ein altmodischer Sessel, wenn man ihn ganz von Weitem sieht, mit großen Armlehnen. Und in Wirklichkeit sind das nicht diese zusammengeschraubten, genieteten Bleche, die eben eine Elastizität haben, sodass wenn man sich hier setzt, man effektiv ein Nachgeben spürt, auch hier, sodass man relativ bequem sitzen kann, was man nicht gar nicht erwartet, dass zunächst einmal, das ist ein fremdes, fast irritierendes Objekt. Tempered steel, because tempered steel has this ability to come back. Yeah, and it seems easy, but it was not easy to find it. Then, in a way, it's not difficult because you know it's screwed together with these, yeah. And it is very hands-on. Yeah. And I mean, many designers today, they don't have the manual skills to do the things, but yeah. Of course he had. Yeah. With one off, everything was made by himself or the people who worked. No, I think that's where the ideas come from. Yeah. So if you work in your hand with your hands, the intelligence with your hands and your head, so this combination, that brings the new. If you have both. If you have both in it. Yeah. Ron Arad hat ja nach dem Studium sich sofort selbstständig gemacht und wie da kein Hersteller oder sowas von den eigenen wurde zum eigenen Hersteller mit dem eigenen Laden und da konnte man eben solche Dinge kaufen. Sowas, ich meine, ist ja fast kein Stuhl mehr, so transparent und genau. Und das ist ein Manifest, nicht? Und, aber auch brillant gemacht. Da verschwindet der Stuhl eigentlich, wird unsichtbar. Also ich meine, Kurumata versucht ja das immer aufs Extrem zu treiben. Demonstration der Entmaterialisierung. Wie weit kannst du gehen, dass etwas eigentlich gar nicht mehr... Wo also man eigentlich fast nur mehr sozusagen den Körper sieht und das... Und das ist ja auf eine andere Weise hier auch gemacht. Das ist ja nur ein Volumen, in gewissen Sinn... Und das ist ja wahnsinnige Bastelarbeit, das hinzukriegen. Wahnsinnig. Das ist ein Rauschenberg auf How High the Moon. Das ist inzwischen sicher ein Sammelobjekt, so wie Kurumata generell jetzt sehr stark gesammelt wird. I was working in Japan when you were in there? When he was around. Yeah, he was in Tokyo. I had a little desk there as well. So I met this shaggy-haired young Australian. And he was making these crazy objects. But this is, you know, the chair as an art object, no? I mean, in a way, that's what's happening now. Sie haben jetzt auch ein Beispiel dafür, wie der Wert eines Objekts und die Nutzbarkeit eigentlich nichts mehr miteinander zu tun haben. Das ist das teuerste Objekt, das je in einer Auktion für Contemporary Design versteigert wurde. Hat nicht mit der Seltenheit zu tun, es gibt nur ganz wenige Exemplare. Aber eben, wie würde man das nutzen? Wer will da auf so ein Objekt liegen? Niemand. Also es ist ein reines Schauobjekt. Also das ist der Thinking Man Chair von Morrison. Ursprünglich hieß er Drinking Man Chair, weil man hier, weiß nicht, sein Glas abstellt. Aber irgendwas im Grund haben die dann den Namen geändert. Das war also 86. Und der andere Stuhl, der ganz wichtig ist, also in dieser Frühzeit, ist der Plei-Chair. Also wie diesen Stuhl. Das war ein Stuhl, den wir herstellten, 88. Und wieder so einfach. Geht es einfach, aber trotzdem durch diese geschwungene Linie eine Eigenheit erhält. Also wenn jetzt da hinten einfach
das gleiche Bein runterging, wobei es günstig ist, dass es etwas versetzt ist. Aber dann würde man diesen Stuhl nicht in der Sammlung haben. Aber diese kleine Geste, die macht es aus. Neu war, dass dieser Stuhl als Gegenentwurf zu einer Zeit, der zu viel an Form gedacht war. Jetzt will jeder originell sein, jeder neu sein. Und jetzt kommt Jasper Morrison wieder mit einer Schlichtheit. Das macht auch diese ganze Arbeit von Jasper Morrison so wichtig. Dieser Stuhl stand am Anfang unserer Zusammenarbeit mit Maarten van Zeeuwen und die Aufgabe war, kann man dieses Konzept auch wirklich ins Industrielle übersetzen, ohne dass es seine Reinheit und Klarheit verliert. Und das ist, glaube ich, gelungen mit diesem Stuhl. Und zwar war damals die große Frage, wie kann man diese Direktheit umsetzen in ein industrielles Material. Und dieser Stuhl ist in sich ein wunderschönes Sammelobjekt. Und dieser Stuhl hat die gleiche Qualität und ist aber ein wirkliches Alltagsobjekt. I look at it each time and say, wow, yeah, that is really a splendid idea. Yeah. We could work in this aviation factory or university, so we could use any other very new materials. And Anders did this chair and I did a knitted lamp from glass fibers. And then on a certain moment, I saw him going home in his car and he had this chair on this rooftop. And I was like, what is this? You know, and still, I think, although we know how you keep the wire stiff, the association of macrame that is loose and floating is so strong that you still keep on thinking, how is it possible? Speaking you speak of about weight, lightness, you know, yeah. Again, it's yeah. Incredible. It's incredible. That was a moment. Oh, yeah. Yeah, this is unbelievable. To Philip Stark. Philip. I don't think you can talk about furniture over the last period without talking about Philip Stark. Yeah. No, he pushed for something. You know, he pushed for the lower price. When he started, we did a chair with him, I think it was in 89. And this was cheaper than the previous one he did. Then he did the next one and he pushed every producer to make a cheaper chair. He was a pioneer for that. He was a pioneer saying design has to be accessible. In that sense, he did a very interesting job. I was trying to find out why I'm so taken by it. What do you think? What makes it so special? Yeah, I think it's beyond style. Mm-hmm. Eh? When it started, when he just made it, I also was struck by the ugliness of it. In a way, yeah. It's not trying to please. No, huh? It's not. No. So he didn't look at a certain style. He was researching in something new. This geometric pattern, that's unbelievable. You know, this is all the chairs that came later, all the patterns. Everybody's using this geometric, irregular grid of triangles. Est-ce que ça, c'est une chaise finale ou c'est quoi? Ouais. Me semble. Oui. Ouais. Parce que ce travail a duré 4 ans, je crois. Un départ de cette chaise était lié à ce qu'on venait de faire ensemble plus tôt, qui était cette algue, et le fait de comprendre que dans la fabrication de cette algue, le principe d'injection du plastique qui fait que la matière est chauffée et poussée avec une pression énorme dans le moule, qu'une arborescence, disons, était une manière idéale de déplacer ce plastique et la consistance du miel. Aujourd'hui, en fait, on peut très facilement faire une projection en 3 dimensions numérique et comprendre ce qu'on appelle le mold flow, flow du déplacement du plastique. Et le fait que cet objet soit asymétrique, il était aussi impossible de comprendre quelle serait la statique générale de cet objet.
this chair started when I did the lounge for the United Nations. And there was a chair needed for that, the diplomats. They change for having meetings very quick. So they have to have a light chair and an active chair to have meetings. And so I made the original one is with wheels on at the front so that you can could roll around and that you can easily make new settings of chairs. That was the idea. Not that it is so light, to be honest. To design the textiles, especially for a chair, that you can really tailor-made a textile for a certain chair. I think that's very interesting. Also ich finde schon, dass hier die Suche zu sehen ist, wie kann ich mit dem, was mir die Technologie vorgibt, also ein bestimmter Aufbau von unten nach oben in Schichten, wie kann ich daraus eine Form machen und nicht nur, was ist die minimale Form, die das erfordert, sondern auch, wie kann ich das nutzen, um eine gestalterische Aussage zu machen, eine neue Ästhetik in die Welt zu setzen. Was ich interessant finde, ist, dass wir uns an einem Zeitpunkt befinden, wie das eben in der Moderne, am Anfang der Moderne auch sichtbar ist, wo nach einer Formensprache gesucht wird, die diesen neuen Materialien und Herstellungsmethoden auch wirklich entspricht. Und das Gleiche finden wir heute, wo wir eine digitale Revolution haben, die sich aus meiner Sicht noch nicht wirklich widerspiegelt in der Ästhetik. Wir haben 3D-gedruckte Stühle, die genauso gut aus jedem anderen Material sein könnten. Also sowas, wie wir da am Ende dieser Reihe stehen haben, das ist so ähnlich wie das, was Steiner gemacht hat aus Holz. Also das ist so, irgendwie denke ich mir so, ich warte darauf, dass etwas kommt, was wirklich anders aussieht. Und auch dieses Material oder dieser Stuhl, ja klar, schaut der ganz modern aus und ganz digital, aber letztlich ist es ein Zitat irgendwo eher. Oder hier beim Dokujin, der ein Prinzip der digitalen Revolution sozusagen versucht zu zitieren, die Flüchtigkeit, die Vergänglichkeit. So Sachen sehen wir heute, aber wir sehen nichts, finde ich, das ist meine persönliche Meinung, wo ich wirklich sage, das ist tatsächlich eine Ästhetik, die sich aus dieser neuen Technologie heraus ganz natürlich ergibt. Da finde ich, sind wir an einem Punkt, wo so eine Art Suche ist. Und ich finde es auch richtig, wenn wir sagen, okay, dann sammeln wir jetzt vielleicht auch nicht so viel, weil es auch jetzt nicht so viel wirklich Relevantes vielleicht auch gerade gibt. Gerade weil heute so viele völlig konträre, teilweise wirklich auch ganz kurzlebige Tendenzen da sind, wer, wenn nicht wir, macht sich denn dann Gedanken über Relevanz oder über Dinge, die bleiben? Thank you.
Thank you.